Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 4. Februar 2018? Heute ist wieder ein Schicksalstag. Warum? Wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Es gibt Menschen, die daran glauben, die als Ziel setzen und sie nicht aufgeben, sie zweifeln nicht daran, diese Ziele zu erreichen. Und es sind außergewöhnliche Menschen mit großem Erfolg. Und dann gibt's diese Schicksalstage, wo wir unsere Wünsche, Sehnsüchte, Visionen, Träume verinnerlichen, klar und deutlich vor unseren Augen sehen und erkennen. Dann gibt's auch Tage, wo nicht so wichtig ist. Und gibt's auch Schicksalstage wie heute, wo entscheidend ist. Entscheidend, ob wir weiterhin daran glauben und nicht aufgeben. Oder wir neigen dazu, in solchen Tagen alles aufgeben. Oder es kann sowieso nicht sein. Oder ich erreiche das sowieso nicht. Baut keine Traumschlösser auf. Das wird nichts. Kann auch bedeuten, dass Einflüsse kommen von außen und jemand sagt, hör auf zum Träumen, bleib in Realität. Und dann fangen wir an zum Zweifeln. Und dann geben wir das auch auf. Und das sind diese Schicksalstage. Und heute ist auch ein solcher Tag, weil wir dazu neigen, umkippen, umdrehen, aufgeben oder in andere Richtung schauen. Und sind wir auch beeinflussbar? Und wo liegt die Lösung? Weil auf jedem Problem gibt auch eine Lösung. Im goldenen Schnittpunkt. Und dieser goldene Schnittpunkt befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpio. Und die Skorpion sind die Tierkreiszeichen, sie wissen und haben dieses Können, Gefühlen zum Transformieren. Emotionen, Ängste, Schuldgefühl, Zweifel. Das Loslassen transformieren und wieder in Kraft zu bleiben. Und diese Kraft ist im Inneren. Das ist die plutonische Kraft an uns und in unserem Inneren. Und das gehört zu Tierkreiszeichen, Skorpion. Und genau daran liegt momentan die Lösung, dieser goldenen Schnittpunkt 25 Grad Skorpion. Die Himmelsrichtung kann vielleicht auch helfen, das ist der östlichen Himmelsrichtung. Vielleicht da ist das Glück, dort ist eine Begegnung, dort bekommen wir einen guten Rat oder in dieser Himmelsrichtung finden etwas, ein Buch zum Beispiel, was uns weiter hilft, unseren Wünsche, Sehnsüchte in dieser Vision zum Glauben. Weil alles beginnt mit einer Idee, einem Gedanken. Dann kommt das Gefühl dazu, die Begeisterung, die Liebe, eine Herzensangelegenheit. Das ist nicht nur in die Liebe, sondern auch bei Berufung. Ist es genauso, weil dann sind wir mit Herz und Seele dabei oder ein Hobby oder Familie, wie auch immer. All das sind Herzensangelegenheiten. Und wenn wir daran glauben und das auch fühlen, weil wir das lieben und haben diese Kraft, diese Überzeugungskraft, dann wird das auch Realität. So wie im Schöpfungsgeschichte auch. Das lernt uns auch. Das beginnt alles mit einer Idee. Und dann wird das Wort, dann wird das auch Gefühl und wird auch Materie. Und so ist es auch mit unserer Vorstellungskraft. Dazu kommt auch unserem Energiefeld, unserem Ausstrahlung, weil das hat auch eine große Bedeutung. Weil all das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an.
Also es lohnt sich, unserem Energiefeld zu verändern, weil dadurch ändert sich unserem Leben. Und diese Energiefeld kommt von uns selbst, von unserem Inneren. Daran liegt die Kraft. Und damit wir diese Kraft spüren, brauchen wir die Ruhe, weil im Ruhe liegt das Kraft. Und dieses Energiefeld besteht aus unserem Denken und aus unserem Fühlen. Denken ist einfacher, Umdenken. Die Gefühle sind etwas schwieriger, weil dann kommen die Zweifel, Schuldgefühl, Ängste. Und genau in solchem Schicksalstag sind wir dazu empfindlicher, weil dann fangen wir wirklich an uns selbst zum Zweifel oder an unserer Vorstellung zum Zweifel oder an die Liebe zum Zweifeln. Und genau daran liegen diese Hindernisse und das sollen wir überwinden, diese Hindernisse. Wie gesagt, das hilft gerade die Skorpion. Dass wir das verinnerlichen, wie wichtig das ist, die Gefühle zum Transformieren. Dann liegt auch die Skorpion, die Tierkreiszeichen Skorpion auch, diese Ausstrahlung, diese magische Anziehungskraft. Dazu kommt unserem Energiefeld natürlich und die Himmelsrichtung, was das zeigt, ist die östliche Himmelsrichtung. In diesem goldenen Schnittpunkt, wo die Lösung liegt, wo wir die Hindernisse überwinden können und einen Schritt näher kommen zu unseren Wünschen, unseren Vorstellungen, wird bestrahlt von Agena. Und dieser Stern Agena befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze, wirkt zwar in diesem Bereich Tierkreiszeichen Skorpion, die Erklärung ist ganz einfach, die Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und die verschmelzen sich miteinander, also es gibt keine exakte Abgrenzung, so kommt es, dass hier in diesem Bereich 25 Grad Skorpion ein Stern wirkt, was schon im Tierkreiszeichen Schütze zugeordnet ist. Agena ist nichts anderes wie Beta Centauri und hier geht es um die Kentauren, diese Mischwesen, halb Pferd, halb Kopf, das ist das Symbol auch für die Tierkreiszeichen Schütze. Kentauri zeigt in eine Richtung, wie ein Zeigefinger, wie ein Uhrzeiger. Und die Richtung ist, wo Kentauri zeigt. Und das ist der goldene Schnittpunkt, also zeigt uns eine Richtung, wo wir leichter, schneller unsere Ziele erreichen oder die Themen beschreiben. Und die Richtung ist das Kreuz des Südens. Und dieser Kreuz des Südens ist ein Standbild im Himmel. Das ist im Südhalbkugel sichtbar. Und in diesem Kreuz des Südens befindet sich die Südpol. Im Nordhalbkugel haben wir das auch, die Nordpol, die Polarstern im kleinen Bär oder kleinen Waage. Genau, ist es umgekehrt im südlichen Himmelsrichtung oder im Südhalbkugel ist dieses Sternbild zeigt die Südpol, das Kreuz des Südens und Agena zeigt in diese Richtung. Und das Kreuz des Südens hat auch Bedeutung, religiöse Richtung, die höhere Erkenntnisse, die Zusammenhänge zu erkennen, die Schöpfung, aber auch spirituelle Richtung. Diese Agena befindet sich also bei Kentaur. Beta Centauri heißt dieser Stern, so wird im Astronomie dann im Sternkatalog dargestellt oder gezeichnet und bedeutet noch etwas. Schnelligkeit, Aktivität, Bewegung, Kraft, Schritte zu machen. Das heißt, wenn wir ein Ziel haben, eine Vorstellung oder einen Wunsch oder haben wir Sehnsucht nach jemand, dann sollen wir Schritte machen, etwas in Kraft setzen, Bewegung setzen und wir sollen auch schnell sein. Und die Richtung ist das Kreuz des Südens, die Thema Religion oder Meditation oder Glaube oder spirituellen Weg und in unserem Planet Erde zeigt in eine bestimmte Himmelsrichtung, wo das stattfindet, wo uns hilft, unterstützt. Und das ist die Himmelsrichtung des Ostens von unserem Wohnort aus.
Ich weiß nicht, wo sie wohnen, aber ich kann im Sternenhimmel orientieren und das kann ich beschreiben und ich übersetze das nur auf unserem Alltag. Nun schauen wir an, wie sind die Bewegungen Sonne, Mond und Planeten und welche Einflüsse wir haben. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Die Mond bewegt sich zurzeit im Tierkreiszeichen Waage, hat eine abnehmende Mondphase. Mond bekommt auch Einfluss einmal von Saphir. Saphir ist ein Edelstein und so ist auch im Himmel, bringt uns Glück. Also ein Glücksstern. Vielleicht hilft das auch bei der Wunscherfüllung. Und bestrahlt gerade die Mondbewegung. Sagittarius hilft auch, weil dieser Stern Sagittarius befindet sich bei Bärenhüter. Das ist auch ein Sternbild im Himmel und übersetzt heißt Sagittarius Beschützer, Unterstützer, Beschützer. Also wir bekommen Unterstützung auch. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Löwe im Westhorizont unten. Aber in diesem Moment, wo das umkippt, dieser Schicksalsmoment, wo wir dazu neigen, dass wir unseren Ziele, Wünsche aufgeben, weil wir fangen an zum Zweifeln. Und wir glauben nicht mehr daran. Also hier ist unser Glaube geprüft. Glaube heißt nicht nur an Gott glauben, was auch wunderbar ist, sondern Glaube bedeutet auch an uns selbst zu glauben. Und in solchen Momenten verlieren wir die Glauben an uns selbst und dann kommen die Zweifel. Und dieser Moment, das kann man genau ausrechnen, also auch die Zeitpunkt. Und ich habe die Horoskop genau für diesen Moment, was das so aktiv ist oder intensiv spürbar ist. Und da habe ich auch die Horoskop. Und dieser Moment, wo das stattfindet, wo wir diese goldene Schnittpunkt brauchen, ein gewisser Ausgleich. Auch wenn das für einen Moment stehen bleiben oder zurückziehen oder meditieren und zur Ruhe kommen und spüren die innere Kraft, das hilft auch, diese Zweifel überwinden. In diesem Moment, wo das stattfindet, energetisch, was beeinflusst unsere Emotionen, Gefühlen, unserem Leben, das sind die kosmischen Einflüsse, geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf und die Tierkreiszeichen Wassermann geht im Westhorizont unter. Also sie halten die Gleichgewicht Ost und West, astrologisch Aszendent, Deszendent. Natürlich beschreibt auch die Thematik. Aszendent ist das Ich. Da befindet sich gerade die Löwe in diesem Moment. Das Selbst ist auch sehr wichtig, an uns selbst zu glauben. Und im Deszendent, gerade im Wassermann, ist es du, die Seelenpartner oder Seelenpartnerin oder Wunschpartner, Wunschpartnerin, wie auch immer. Nicht nur die beiden Tierkreiszeichen, ich und du, und Partnerschaft nehmen und geben, selbst zu sein und natürlich auf den Partner, Partnerin auch einzugehen. Also das darf nie einseitig sein, sonst fühlen wir Opfer in die Partnerschaft, sondern wir sollen glücklich sein. Uns gegenseitig stärken. Und dann ist das auch wie eine Befreiung. Dann ist die Partnerschaft schön. Ich bezeichne diese Partnerschaft als Komplementärseele oder Komplementärpartnerschaft, was bedeutet Erfüllung, Ergänzung. Ich sage dazu noch auch Befreiung. Also das sind die Themen und nicht nur die Tierkreiszeichen. Wichtig ist, was hier eine Rolle spielt, sondern die Planeten. Und hier ist die Planet Venus, also Thema Liebe, Partnerschaft, ganz klar, das ist die Liebesplanet. Und auch die karmischen Knoten, die absteigende karmische Knoten ist im Tierkreiszeichen Wassermann und die aufsteigende karmischen Knoten ist gerade im Tierkreiszeichen Löwe. Natürlich sind die Löwe und Wassermann geborene da eher betroffen, karmische Begegnungen, karmische Liebe. Aber auch die, wo Aszendent Löwe oder Wassermann haben. Und all diese Menschen, wo entweder die Liebesplanet in diesem Tierkreiszeichen befindet
oder die karmischen Knoten im Geburtshoroskop Löwe oder Wassermann haben. Die sind auch eher betroffen, aber durch die Mondenergie wirkt auf uns alle. Vielleicht nicht so direkt oder nicht so stark spürbar, aber Mond hat Einfluss auf uns alle, weil beeinflusst unserem Gefühlen, weil Mond hat einen Bezug zu Element Wasser. Auch die Ebbe und Flut, diese Bewegung des Meeres kommt auch von Mondenergie. Oder die Perioden, die Frau wird auch von Mondzyklus zugeordnet. Also hat ein Bezug zu unserer Flüssigkeit im Körper und herrscht auch um die Wasserelement. Und Wasser ist die Gefühle, wird die Gefühle zu Element Wasser zuordnen. Also der Mondeinfluss hat immer einen Bezug auf unserem Gefühlszustand. Und es ist gut zum Wissen, wie ist die Bewegung, welche Einflüsse kommen noch vom Planeten und gerade diese Schicksalstage, wo wir eher dazu neigen, dass wir anfangen an uns, an unserem Glauben, an unserem Ziele zum Zweifeln. Und das ist schade, weil dann geben wir etwas auf und wir sollen erfolgreich sein im Leben. Und wie wirkt in einzelnen Tierkreiszeichen? Ich beginne mit Tierkreiszeichen Wassermann, weil im Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Thema ist bei Wassermann Geborenen die Liebe, Partnerschaft. Eine gewisse Spannung ist da. Vielleicht gerade dieser Zweifel oder Schuldgefühl oder weil das einseitig ist und man zieht sich zurück, man fühlt sich verletzt. Dazu neigen gerade die Wassermann-Geborenen, vielleicht übertreiben auch ein bisschen. Das ist die Uran, das ist die Jupiter-Einfluss. Genau, Jupiter-Einfluss ist das. Bei Jupiter-Einfluss neigen wir dazu, etwas zu übertreiben. Also wichtiges Thema ist diese Gefühlszustand, auch Liebe, Partnerschaft und die Wassermann-Geborenen sollen auch auf den Balance achten. Ein gutes Gespräch ist auch zum Erwarten oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. Bei den Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist eine wunderbare Energie. Glück in die Liebe kommt alles im Fluss, schönes Gesprächen. Sie verspüren auch die Leichtigkeit, Veränderungen sind zum Erwarten. Es ist auch ein Heilprozess gerade, wenn die Fischen-Geborenen das schaffen. Alten, verletzten Gefühlen loslassen. Da haben sie schon Sieg, weil die Einflüsse sind gerade angenehm. Und diese Zweifel, das kann auch die Fischengeborenen treffen. Also nicht an diesen Zielen, auf diesen Wünschen zweifeln, sondern das Überwinden dieser Momente und dann läuft es auch vorwärts. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig die Berufung und viele Wiedergeborenen möchten Anerkennung, Lob, Erfolg oder suchen ihren wahren Berufung. Die Möglichkeiten, Chancen sind gerade da und viele Wiedergeborenen sind es auch Umbrüche, Veränderungen. Einige Wiedergeborenen starten auch die Selbstständigkeit. Daran liegen die Wünsche und Sehnsüchte. Aber in die Liebe, Partnerschaft haben gerade auch Glück. Was wichtig ist, auf die Gefühle achten, auf dem inneren Gleichgewicht und auch an die Gerechtigkeit. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen stehen ein bisschen in Spannung. In den Tagen wird aber besser sein und dann kommt auch die Bestätigung. Ein Gespräch kann auch unangenehm sein momentan. Es kann passieren, dass sie missverstanden fühlen oder hört niemand zu. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht oder einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht. Und dann entstehen dann die Unsicherheiten oder diese Zweifel. Also ein bisschen Geduld noch, bis das alles in Form kommt. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig. Freundschaften, Bekanntschaften, Kontakte, Gespräche. Und genau in diesem Bereich liegt auch die Liebe. Also die, wo alleine sind, dann würde ich empfehlen, Orte aufsuchen, wo gleichgesinnte Menschen treffen. Ein Sportverein oder ein Gesangverein oder eine Partei,
was die Interesse besteht, Bekanntenkreis erweitern, Freundeskreis erweitern oder aktiv sein und eine Einladung wahrnehmen, und da kann auch eine Begegnung kommen. Ein beruflicher Aufstieg ist auch zum Erwarten bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen etwas anschauen, weil das Leben spiegelt etwas für die Krebsgeborenen. Und es ist gerade diese Wünsche und Sehnsüchte, daran glauben, als Ziel setzen. Und für die Krebsgeborenen würde ich empfehlen, vor sie da Schritte machen, weil sie eine Sehnsucht haben und die Kontakt sollten suchen zum anderen oder eine berufliche Veränderung, weil das ist der Wunsch, und da Schritte zu machen. Bei den Krebsgeborenen ist es eher angebracht, das noch planen und auf den richtigen Augenblick warten. Und die Krebsgeborenen haben auch dieses Feingefühl, die richtigen Augenblicke spüren von innen heraus und dann handeln. Sie wissen genau, wann muss etwas geboren werden. Und sie wissen auch, dass alles eine Zeit braucht. Und sie haben auch diese Geduld. Und dann neigen sie dazu, auch etwas zurückziehen, noch etwas vorbereiten oder zur Ruhe kommen. Und diese Ruhepause brauchen die Krebsgeborenen. Und das Intuition, das innere Gefühl sagt auch, wann ist der richtige Moment zum Handeln. Die Krebsgeborenen haben diese inneren Uhr. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist auch wichtig, Karma, karmischen Themen. Und hier spielt das Ich eine Rolle. Was möchte ich erreichen? Oder was ist mein Wunsch, meine Vorstellung? Wie stelle ich das alles vor? Sie ändern sich auch selbst mit ihren Auftreten, mit ihren Einstellungen oder ihren Aussehen. Das ist auch wichtig, diese Veränderung zur Selbstfindung. Aber spiegelt etwas im Leben, und das ist die Liebe, Partnerschaft, auch die Kommunikation. Und nicht nur warten, bis was kommt, sondern hier ist wichtig ein Entgegenkommen. Irgendwo in die Mitte treffen, also nicht selbst aufgeben, sondern Interesse zeigen, auf anderen zuzugehen, Gespräche führen, das im Gleichgewicht bringen. Und das ist die Balance und das, was die Thema ist bei den Löwengeborenen. Liebe, Partnerschaft, Gespräche, Kontakte und das Selbstbild. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren möchten Stabilität und Sicherheit, und sie möchten auch Erfolg und wahrgenommen werden. Aber diese Unsicherheit verspüren auch die Jungfrau geboren, gerade in solchem Schicksalstag, wo entscheidend ist, weil wir neigen dazu, alles zu aufgeben. Oder sagen, oh, das ist sowieso unerreichbar und das sind nur Träumereien, und hör auf endlich mal zum Träumen und sei realistisch. Natürlich muss ein Traum realistisch sein, dass wir das auch erreichen können, also keine unrealistische Träumereien. Aber wenn das möglich ist zu erreichen, jedenfalls sollen wir als Ziel setzen. Und diese Kraft, diese Überzeugungskraft brauchen gerade die Jungfraugeborenen, weil sie zweifeln momentan an sich selbst. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, die Veränderungen wahrzunehmen, die Chancen, Möglichkeiten, was das Leben bietet. Das kann in jeder Hinsicht sein. Ein Neuanfang in die Liebe oder eine neue das alleine sein, das alleine zu sein beenden und auf eine Beziehung einzugehen oder eine berufliche Veränderung oder eine örtliche Veränderung. Uranus spiegelt etwas auf die Wagengeborenen, sind die Umbrüche und Veränderungen. Und hier zweifeln, ist man fehl am Platz. Man muss nicht unüberlegt handeln, das meine ich nicht. Aber wenn die Chancen sich ergeben, dann auch Kraft und Mut zu zeigen und diese Veränderungen auch
auch wahrnehmen, aktiv zu sein, etwas in Bewegung setzen. Dann läuft das alles von alleine. Die Tierkreise zeichnen Skorpiongeborenen, die sind die Meister der Transformation. Und das verleiht für die Skorpiongeborenen auch eine gewisse magische Anziehungskraft. Irgendwas Mystisches strahlen die Skorpiongeborenen aus, weil sie haben diese inneren Kraft. Das ist die Pluto, was über diese Tierkreiszeichen auch herrscht. Und sie sollen jetzt auf diese inneren Kraft vertrauen. Nicht die Ratschläge von anderen, hör doch auf damit und was willst du mit deinem Alter jetzt beruflich noch zu verändern? Sei froh, dass du einen sicheren Arbeitsplatz hast. Oder denkst du, dass er dich liebt? Ach, komm, hör doch auf damit. Sondern versuchen, da Klarheit zu bekommen. Und erstmal probieren. Und wenn das nicht klappt, dann klappt halt nächstes Mal. Ist auch nicht schlimm. Wenn wir uns stolpern, dann stehen wir auf und dann machen wir das weiter. Also wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, sondern wenigstens probieren. Und das kann auch Glück bringen. Und diese Glück, diese Glückschancen haben auf jeden Fall die Skorpion geboren. Auch wenn das diese Unsicherheiten da ist. Aber hier befindet sich auch die goldenen Schnittpunkt. 25 Grad Skorpion, der strahlt von Agena und zeigt eine Richtung, das Kreuz des Südens. Und das ist jetzt die Stärke, die Skorpion geborenen diese inneren Richtung bestimmen. Diese Glauben an sich selbst. Und die Ruhe bewahren, weil da liegt die Kraft. Und Kraft haben die Skorpiongeborenen, nicht nur durch Pluto, sondern Mars herrscht hier auch. Die Skorpiongeborenen haben zwei Herrscherplaneten, Mars und Pluto. Beide ist die Kraft. Also kann nichts passieren. Wichtig ist, nicht aufgeben. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bewegt sich die Mars-Energie. Natürlich, sie spüren auch diese Bewegung, dieser Impuls, diese Kraft. Und bei den Schützendamen kann natürlich auch das ein Mann bedeuten. Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und bei den Schützengeborenen ist wichtig, dass alles spielerisch angehen, nicht mit Zwang oder bedrückt zu sein, sondern mit Leichtigkeit. Dann läuft das auch alles prima, auch beruflich, aber in die Liebe, Partnerschaft haben die Schützengeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen stehen vor ein großes Rätsel. Die lernen zu träumen. Ja, die lernen das gerade, weil das ist die Prozess und das ist die Lilith-Energie, was momentan die Steinbock-Geborenen trifft. Und dann kommt die Ernsthaftigkeit, die Saturn. Es widerspricht sich dann die Visionen, die Träume, die Fantasie, die Sehnsüchte. Alles ist so ein Gefühl, ein Gedanken, aber nichts Greifbares. Und dann kommt die Saturn-Einfluss dazu und belehrt gerade die Steinbock-Geborenen, nimm das bitte mal ernst, setzt das als Ziel, damit das Realität wird. Und genau in diesem Schicksalstag ist entscheidend, bleiben die Steinbock-Geborenen hartnäckig und sagen, doch, ich erreiche meine Ziele. Und daran liegt die Stärke, die Steinbock-Geborenen, weil im Regel erreichen sie auch ihre Ziele. Deswegen sind so viele erfolgreiche Menschen unter den Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen. Sie bekommen nichts geschenkt im Leben, das möchte ich nicht sagen. Dieses Glück haben sie nicht. Die müssen auf jeden Fall das erarbeiten. Aber die sind zäh und haben auch diese Überzeugungskraft und diese Stärke, all das zum Erreichen. Und wichtig ist, gerade bei diesem Tag, was die Lilith-Energie aktiviert, auf diesen Traum zu achten, weil dieser Traum kann auch wahr werden. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.